immer ist jemand, der immer das Neue sucht. Ne? Oder ich möchte auch sagen, der eine konstruktive Unzufriedenheit hat mit den herrschenden Umständen, um die neuen Schritte zu machen. Ne? Also der eigentlich, deswegen sind der Unternehmer auch ein bisschen verrückt, ne? Sind verrückt auf der Zeitachse. Ne? Sie sind mit ihrem Bewusstsein schon woanders, wo der Mainstream ist. Also Unternehmen führen heißt, Ideale zu vertreten. Und Idealist ist was unbedingt Menschliches. Ne? Also dieses über sich hinauswachsen. Ne? Das Problem in der Wirtschaft ist, dass zu viel über das Know-how nachgedacht wird. Und zu wenig über das Know-why. Ne? Und man könnte auch so sagen, der Manager, der lebt im Know-how. Der Unternehmer lebt im Know-why. Ne? Der stellt die Dinge in Frage. Die Frage ist natürlich auch, wie man sein Unternehmen nachhaltig führt. Ne? Nachhaltig. Nachhaltig ist, dass es sich selbst regenerieren kann. Ne? Und sonst laugt es sich aus, ja, indem sie immer beachten, Verhältnisse zu schaffen, dass Initiative entstehen kann. Also dieses, dass die Menschen eigenständig sich die Fragen stellen. Ne? Also oder jetzt schlagwortartig gesagt, je mehr Menschen im Unternehmen aus eigener Anschauung sehen können, was getan werden muss, desto unternehmerischer ist das Unternehmen. Ja, dass sie den Eindruck haben, ich kann mich mit der Arbeit identifizieren und erlebe mich authentisch. Und wenn sie das nicht erleben in ihrer Arbeit, dann müssen sie weg, ne? Schnell wie möglich. Ne? Nichts wie weg, kann man dann noch sagen. Ne? Aber das, darauf kommt es an. Aber das kann ich nicht sozusagen, das kann ich nicht vorprägen. Sondern ich drücke das oft mal anders aus und sage, wenn Unternehmen führen heute, das heißt nicht einen Druck aufbauen, sondern einen Sog erzeugen. Ne? Also nehmen Sie zum Beispiel den Begriff, der oft im Marketing verwendet wird, Kundenbindung. Das ist völliger Quatsch. Ne? Wer lässt sich gerne binden? Aber wir müssen Verhältnisse schaffen, dass die Menschen sich mit uns verbinden. Darum geht es. Nicht, dass wir sie binden, sondern dass sie sich mit uns verbinden. Das ist in einer Partnerschaft genauso. Ne? Dass der eine sich mit dem anderen verbinden kann. Und das geht immer nach dem Prinzip des Soges, nicht nach dem Prinzip des Druckes. Viele Menschen leben aus Paradigmen heraus. Es wird zu wenig reflektiert und dadurch gedanklich bewegt. Sondern das ist dann zu feststehend, ne? Und dann hat man gesagt, das hat funktioniert und das müssen wir jetzt immer so machen. Ne? Und dann handelt man im Leben, kann man bei sich selbst beobachten, handelt man erfahrungsorientiert. Und erfahrungsorientiert handeln heißt immer, ich schaue auf das Gewordene und gehe rückwärts in die Zukunft. Wenn Sie aber die Zukunft gestalten wollen, dann müssen Sie erkenntnisgeleitet. Dann müssen Sie sich umdrehen, müssen sagen, die Erfahrungen sind notwendig, aber jetzt muss ich schauen, was ist jetzt angesagt. Ne? Und dann komme ich raus aus den Ideologien, raus aus den Paradigmen, dann komme ich in die Situation, dass ich merke, was es heißt, sein Geschäft jeden Tag neu zu erfinden. Ne? Die Utopien von gestern sind die Realitäten von heute. Und die Utopien von heute sind die Realitäten von morgen. So wird es immer sein.